Hi, Tachchen. Herzlich willkommen zurück zu Outlast, dem wahrscheinlich creepiest Game on Earth I've ever played. Das kommt nicht mal an 4 ran. Also damals dachte ich 4, okay, 4 ist never zu toppen. Ich habe Amnesia niemals gespielt und bin jetzt hier mit Outlast quasi, ich stoße an meine Grenzen. Muss ich ehrlich sagen, ich bin am Arsch. Ich habe im Part 2, glaube ich, muss ich zugeben, ich habe im Part 2 schon gedacht, ist vorbei. Du brichst dieses Let's Play ab, das bringt nichts mehr. Und naja, jetzt sind wir hier, wir haben letztens gefailt. Ich weiß, ich bin richtig lahm, was Story Progress angeht. Ich versuche auch in dieser Aufnahmesession ein bisschen mehr hinzubekommen als sonst. Und ne? Also, Gastank 1 an, Gastank 2 an, irgendeinen Hauptschalter nochmal suchen und finden und zurückrennen, Button drücken, kriegen wir hin? Na, wir gucken. Okay, auf geht's. Warum immer gleich so ein... Ich habe mich übrigens hier, ne? Wein und so. Also, das ist mein Beruhigungsmittel heute. Muss dazu sagen, ich habe die Flasche schon alle. Gut, wollen wir nochmal. Also, es ist kein creepy Mann. Es ist, huch, Moment. Ja, jetzt komme ich hier mit. Hallo? Geht's mal los? So, jetzt. Wir sind fertig. Auf geht's. Konzentriert. Cam. Ach ja, wir müssen ja darüber. Stimmt, ich erinnere mich. Und jetzt geht's los. Niemand ist da. Und ich fürchte mich nicht. So. Da kommt er, glaube ich, raus. Wir gehen mal an das zweite. Zuerst. Also die Tür kennen wir ja nur schon. So, wir machen die mal zu. Bamsen! Zu und aus die Maus. Und dann hier. Und dann hier. Push the button, push the button. Hier rein. Zu. Batterie sparen. Der wird jetzt gleich die Tür eintreten. Die kennen wir ja alle schon. Kein neues Ding. Also, jetzt tritt er die Tür ein. Also gleich jetzt. Wie? Vielleicht tritt er gar nichts ein. Aber ich will erst warten, bis er... Jetzt. Hallo. Ich glaube, es ist ein Feature, dass er immer das andere Schränklein aufmacht. Haust du rein? Weg ist er. Wo ist er hin? Ist er rüber? Wir sind Sam Fischer. Niemand sieht uns. Und auch nicht das Vieh. Vielleicht auch doch. Hallo. Wichtig ist, wo geht er hin? Er geht. Wo geht er hin? Na, gehst du rein in die Tür? Sag mal. Niemand. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Schnell hier hoch. Rein. Zu. Bamsen. Und ich werde mich hier nicht verstecken können. Vielleicht doch. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Hier? Oh my fucking God. Das Problem ist, immer wenn du diesen Gas-Dingens-Bummens anmachst, dann kommt er in den Raum rein.
Da ist er. Ich weiß, Batterie muss man alle machen, aber ich will sie jetzt nicht im falschen Augenblick verlieren. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich gar nicht. Hallo? Verschwunden. Ja, ja. Bin weg. Ich geh nochmal. Ne? Sehr gut. Also, Gastdingens haben wir angemacht. Gott sei Dank. Weiter geht's. Hallo? Der geht jetzt in die Mitte, ne? Wo ist denn der hin? Ey, wo bist du, Drecksack? Ich darf mich nicht so lange Zeit lassen hier wegen den Batterien. Ist er in der Mitte? Ach, was mache ich denn? Scheiße. Kommt die wieder rein? Nee. Kommt da nicht. Oh, fuck it. Gib mir, gib Schnell, Sam Fisher, run! Wo zur Hölle kann ich denn, Shit. Still rein, rein. Ich schwitze schon wieder am ganzen Körper. Am Arsch. Was zur Hölle? Miezekatze? Du willst mich da verarschen? Du Freak! Batterie. Grabbed. Okay, okay, okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal richtig hier rüber. Wo ist denn bitte schön, boah, Batterie? Hallo? Electric Room. Das klingt sehr gut. Das klingt nach, ich will zu dir. Okay. Die machen wir zu, dann haben wir ein bisschen Luft. Yes. Und der kommt bestimmt gleich her, wa? Ah, siehst du? Hier gibt's einen Rocker. So, Batterie können wir nachladen. Schwupp. Kommt er oder kommt er nicht? Der verarscht mich. Batterie. Nein, du da nicht. Der braucht mich. Rein, rein, rein. War keine Miezekatze. Das ist ein Feature. Der geht immer zum anderen Schrank. Hätte ich eine Waffe, würde ich aus dir einen Geist machen, du Idiot. Der Dumme ist, ich kenne den Weg nicht mehr zurück. Hab mich verlaufen. Wo geht's denn hier hin? Ist das ein Dead End? Oh, am Arsch, Alter. Gibt's Dead Ends? Oh, ne.
kommen wir nicht wirklich hier rein? Doch, er kommt! Ich, Scheiße. Flop. Sieht mich nicht. Nee, der hat mich wirklich nie gesehen. Tief durchatmen. Geh mal raus. Nein, nicht jetzt alle gehen. Niemand. Scheiße. Ich Trottel. Ja. Geh weg. Renn. Rüber. Ja. Und weg. Und drück den Button. Ja, ich muss weg. Na, lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich komme hier nicht raus. Hier muss ich lang. Schnell. Hier rüber. Da raus. Da hoch. Ah, nee. Hier durch. Und hier raus. Und am Arsch. Ich bin fix und alle. Leck mich am Popo. So. Gesegnetes Licht. Dich liebe ich. Ja. Du sitzt ja wieder da. Na, nochmal falle ich auf dich nicht rein. Den Trick, den kannst du abfrühstücken. Gut. Security Room, Electric Room. Wir waren im Security Raum, ne? Gucken wir da mal nochmal rein. Sind hier irgendwelche Batterien aus den Wänden gefallen? Möglicherweise. Nee, nur weitere Fliegen. Gut. Alter Verwalter. Das Spiel ist, macht mich alle. Oder möglicherweise jetzt von meinen, ich bin ja schon fast 60, ja, TM. Und, die erreiche ich wahrscheinlich jetzt eher. So. Da konnten wir uns drin verstecken. Batterien gab es ja hier nicht. Aber wir können hier nochmal usen. Also, usen. Was? Wie? Wo? Was? Was? I'm sorry, my son. Oh, du Drecksack. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. What? Nee. Am Arsch. Accept the gospel, and all doors will open. Unsichtbare Gegner, ernsthaft? Bitte, was ist das für ein Freak? Wer ist das? Wer ist der Prophet? Gab's für den eigentlich eine Akte? Habe ich die überlesen, vielleicht? Wo bin ich? Mein Schädel brummt. Oh, und ich glaube, ich habe noch 15 Gramm LSD in mir. Wo zur Hölle bin ich? Tab. Gucken wir mal, ob wir neue Notizen haben. Selbstverständlich nicht. Haben wir neue Dokumente? Selbstverständlich nicht. Haben wir hoffentlich keine übersehen. Er kritzelt. Sehr gut.
Überall Kreuz an der Wand. Was steht denn da alles? Kann ich hier lesen? Rest in peace, rest in peace. Day. Kut. Was? De. Keine Ahnung. Who kann ich lesen? Ist alles übereinander geschrieben. Kann man so schlecht lesen? They clean the structure. Who? Very. Keine Ahnung. Pff, am Arsch. Wer ist denn Benny? Benny hier, follow this. Aha. Okay. He did not kill his enemies. Alles klar. Hat seine Feinde nicht gekillt. Aber wir haben ja gerade was gekritzelt. Wir gucken mal. Vater Martins Zelle. Das wird wahrscheinlich der Prophet sein. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Wernicke? Okay. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht ihm mit Blut an der Wand geschrieben. Ja, und was auch noch an der Wand geschrieben ist, das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, aber ich habe dafür Röntgenaugen. Hier, da genau steht's. 10 Minuten überzogen. Pi mal Daumen. Nein, wir sind schon längst über der Zeit. Ich werde mal hier einen Cut machen. Ich muss erst mal wieder mich akklimatisieren. Und dann werden wir uns morgen natürlich wieder sehen in alter Frische. 19 Uhr, wenn es heißt Let's Play Outlast. Und Let's Grusel Around. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr mit einem Daumen nach oben quittiert. Oder wenn ihr einfach morgen wieder mit einschaltet. Also, mit dem Sinne. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.